Stepan Fjoschamadrau Grozweck. Tilburg. So, da können wir bereits Eisensachen erforschen. Okay. Erstmal die Verbesserung, dass wir überhaupt mal stärkere Einheiten haben. Und wir müssen ungefähr 25 Minuten durchhalten, bis der Needhacker da ist. Oder der Needke, oder wie er auch immer heißt. So gut ist bei Nordisch nicht. Ich nenne einfach die Töcker. So, 5 zum Gold sammeln, da wir Gold am meisten brauchen. Und dann brauche ich mal ein paar Holzfäller. Weil sonst wird das nichts. Und ja, die ersten Dörfer können wir leider nicht retten. Wir müssen ja gucken, dass wir die anderen Dörfer retten. So, zu dem Zweck gibt es hier erstmal eine Quelle, die uns gerade mal unser Verbündeter weggenommen hat. Ich hätte die gerne wieder. Na, auch gut. Ne, halt, ihr könnt hier bleiben, dann errichten wir hier eine vorgeschobene Basis nachher. So, ich brauche noch. Ich habe nur 2 Nahrungssammler, dann brauche ich nochmal 5 Zwerge. Fallstack hat ein Dorfzentrum verloren, ja. Weil der Titan hier gerade das Ding hier niederbolzt. Neue Goldmine hier. Am besten die Tierjagd verbessern, dass wir nachher die Tiere hier jagen können. Bevor wir uns auf Felder konzentrieren. Viertes Zeitalter werden wir kaum schaffen. Was können wir hier erforschen? Die nordischen Götter erhöhen den Angriffsschaden von Axtwerfer gegen Flugeinheiten. Ja, ist nicht schlecht. Ist das eine allgemeine Forschung oder habe ich die irgendwo... Ja, die ist neu und allgemein. Ach, sehr nett. Gibt es sowas auch für die anderen Völker? Konterkasernen, Schießanlage, nö. Kommt, meine Brüder! Oh, und Vollstärk beschwört Riesen. Tilbuin. Oh, nebenbei ein Tempel. Da war nämlich irgendwo meine Reliquie, die ich jetzt gerade nicht mehr sehe. Ach, da hinten. Ring der Nibelung. Kleines Goldrinnsal. Okay. So, der Titan ist noch damit beschäftigt, da oben alles kaputt zu machen. Dann errichtet ihr mir hier hinten mal einen Tempel. Und dann ein paar Häuser, das wäre auch nicht schlecht. Weil jetzt sind wir am Bevölkerungslimit, das ist blöd. Und ja, zum Glück steht die Armee des Gegners nur da hinten doof rum und lässt den Titan da vorne alleine moschen. Nordischer Titan erreicht heroisches Zeitalter. Ah ja, das ist alles. Ein weiteres Dorf wurde zerstört. Ah ja, genau, die Armee des Gegners zieht wohl immer ins nächste Dorf nach. Was macht die Armee des Gegners da unten? Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Dass die in meine Richtung zieht. Okay, da muss ich dringend gucken, dass ich was dagegen mache. In a direct at you.
Oh, ich habe noch zwei Frostriesen hier. Aber die haben jede Menge Alfjarle und Hersen und alles Mögliche. Und da kommt gleich noch eine Welle. Ja, something. Ja. 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 Ich läute sicherheitshalber mal die Glocke. Tilbu, Jägbi. Jägbi, ja. Tilbu, ja, something. Til Orsteschlag. Und schicke hier beide Truppen in den Kampf. Tilbu. Und muss dringend aufpassen, dass es Fortstag nicht erwischt. Aber gut, die kann ich wieder an die Arbeit schicken. Da oben sammeln, hier unten Holz fällen. Die Armee sieht nämlich schon mal ziemlich tot aus. Und ja, Vollstack regeneriert sich zum Glück. So, der Bergriese ist eingefroren. In Welsh. Ihre Fähr. Tilbuen, jau. Tilbuen, jau. So, ihr errichtet mir weiter hier Häuser. Noch mindestens drei Stück. In ihr kommt mit. Wir ziehen nämlich jetzt alles wieder an der Stelle zusammen, außer Vollstack. Der geht jetzt mal den Titan einfrieren, bevor das noch böser wird. Und wenigstens ist die Hauptarmee jetzt weg vom Feind. So, bessere Infanterie, weil wir ja genug Ressourcen dafür haben. Riesen brauche ich nicht unbedingt. Verbesserungen bringen mir auch nicht viel. Ich muss hauptsächlich eine Armee ausbilden. So. Ein weiteres Dorf ist dem Titanen zum Opfer gefallen. Ja. Na, ich hoffe mal, du kommst schnell genug an. Nein. Das könnte dann etwas böser werden. Oh, und wir haben einen Frostriesen verloren. Komm, Titan einfrieren. Jawohl, er ist eingefroren. Jetzt die beiden loswerden. Und ihr haltet euch mal zurück. So, eine Festung noch bauen. Oh. Da kommt schon wieder ein Angriff. So, bildet mal in jeder... Das könnte böse werden. Das übrigens auch. Locken wir die Titanen mal weg. Das können wir nämlich ziemlich gut. Kommt, meine Brüder. Oh, neue... Frostriesen sind immer gut. Damit wir uns hier verteidigen können. Werden wir darauf warten, dass Vollstack den Titan wieder einfriert. So, dann muss dann endlich mal der Axtwerfer hier weg. Dann kommt schon wieder eine Armee. Okay, für Huskarle haben wir leider nicht genug bessere Jarle. Das klingt besser. Oh, der ist wieder aufgewacht. Also machen wir jetzt die Renn um die Siedlung herum Taktik. Wir müssen gleichzeitig die Armee da unten im Auge behalten. Satt.
something. Ja, ja. So, du kannst ihn einfrieren. Truppen nach da unten. Damit die uns keine Schwierigkeiten machen. Und meine Jäger hier oben. Achso. Ich habe noch was zum Sammeln. Ich dachte gerade schon, die Zeit da wäre abgelaufen. Oh, sie greifen uns von hinten an. Auf die Bergfestung, hä? So, der Titan dürfte gleich wieder auftauen. Also hoffen wir einfach mal, dass das da, dass meine Armee da unten klarkommt mit der gegnerischen Armee, während ich den Titan hier wieder verarsche. Also geht das auch eine Weile gut. Hoffe ich mal. Aber ja, hier unten sieht's okay aus. Ihr jagt die hier. Du kannst den wieder einfrieren. 13 Minuten noch. Jarle. Mal 5 Stück. So, es wird gejagt, es wird gesammelt. Es läuft alles. Einigermaßen am Schnürchen. Die gegnerischen Angriffe werden kleiner. Das finde ich auch gut. Eins, zwei, drei. Ein paar mehr. Wow. Dann lassen wir Vollstack mal wieder ein bisschen im Kreis laufen. So. Mit Schiff muss ich das nämlich nicht mehr selber machen. Und ich habe immer noch da hinten das Ding rumliegen. Die Reliquie. Na komm, ein Hersen hier oben ausbilden, der holt mir die Reliquie. Yo. Atraus. Something. Und jetzt sollte ich mal Vollstärke kurz zurückziehen. Damit er sich besser hochheilen kann eigentlich. Aber wenn ich ihn wegziehe, dann habe ich Probleme mit dem Titanen. Das ist dann wieder nicht so schön. Der Niete kommt. Wir müssen noch ein wenig ausharren. Ja, knapp 12 Minuten, dann kommt der Nitek. Ah ja, Nitek heißt er. Okay. Mehr Lebenspunkte. Wow. Und eine neue Armee da unten. Aber mit der kommen wir einigermaßen klar. Bessere Kavallerie. Wobei früher den ein. Das sieht immer lustig aus, wenn der eingefroren ist. Und ihr begebt euch mal dahin. So, bessere Kavallerie. Und dann werde ich demnächst Felder anlegen müssen. Verbessern wir die am besten gleich mal. Und weg. Boah, das war knapp. Ja, der Titan ist übrigens nicht stärker als Cerberus. Die sehen einfach nur alle unterschiedlich aus. Also er hat auch genauso dieselbe Rüstungsklasse, denselben Angriff, selbe Lebenspunkte. Du solltest doch weitergehen. Und dich nicht so von ihm verprügeln lassen. So, dankeschön. Da kommt schon wieder eine Armee. Das heißt, ich ziehe mal meine Truppen wieder dorthin, zur Festung. Dann richte mal einen Turm, weil die sind ja noch gar nichts wert. Kommt, meine Brüder! Und ich krieg neue Frostriesen.
fairer Fahrt. Something. Something. Und er ist wieder aufgetaut. Something. Something. Nein. Das ist nicht gut, wie ungesund der gerade aussieht, der König Fortstag. Something. 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 Sat. Na komm her. Art raus. Einmal einfrieren. Sat. Und jetzt muss ich ihn doch mal kurz zurückziehen.